Hallo ihr Lieben, hier sind Sabrina und Kichererbsen. Die Kichererbsen vom Sinneskarussell. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr babygerechte Laternen bastelt, passend zu St. Martin. Dafür brauchen wir einen Becher. Zeigst du den mal kurz? Wir haben solche Plastikbecher, die hat in der Regel ja jeder mit Kind zu Hause, vielleicht noch nicht mit Baby. Die gibt es beim schwedischen Möbelriesen, aber auch in meinem Lieblingsbastelladen, der mit dem A. Und da wollen wir zwei Löcher reinbohren. So gegenüber. Dann brauchen wir, genau, Pfeifenreiniger. So welchen, möglichst langen. So. So sieht das Ganze aus. Und jetzt können wir uns überlegen, entweder bohren wir mit der Bohrmaschine noch ein paar Löcher rein, zum Beispiel ein Herz oder ein Stern, wo das Licht durchkommt. Oder wir machen einfach so ein paar Löcher, damit das Licht durchkommt. Genau, wenn ihr durchsichtige Plastikbecher habt, dann braucht man auch gar nicht so viele Löcher oder vielleicht auch gar keine, je nachdem, wie hell die sind. Das macht ihr ein paar Mal und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr sie noch dekorieren wollt. Während du sie dekorierst, fange ich schon mal an mit unserem Laternenstab. Auf dem nächsten Waldspaziergang, Spaziergang generell, nehmt ihr einfach so einen Stock mit. Und da wickelt ihr wieder Pfeifendraht drum. So. Einmal drum, schwuppdiwupp. Ein bisschen drehen, dann ist es auch feste. Und du sagst mir Bescheid, wenn du sie dekoriert hast. Ein paar Blümchen kleben. Mhm. Glitzerblümchen. Mhm. Und lauter kleine Sachen. Lauter kleine Klebedinger, die draufpassen. Weil der Kopf ja nicht draufpasst. So. Und ich bin nicht drauf. Du kannst gleich noch weiter dekorieren, wenn du möchtest. Ich zeige das schon mal, wie das aussehen soll. Ich möchte das machen. Okay. Noch ein Blümchen. Noch ein Blümchen. Das sind aber wirklich viele Blümchen. So, genau. Das binden wir jetzt einfach da an unserem. Guck mal, den mit dem zweiten hier. Hier, so. Du kannst es hier verknoten, verdrehen, wie du möchtest. Das binden wir jetzt zusammen. Unsere Laterne und unseren Laternenstab. Alles schön weich. Hier kann man auch drauf drücken, passiert überhaupt nichts. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann ist da auch eine LED, ein LED-Teelicht drin. Laterne, Laterne. Nee, ich kenne das nicht. Ich kenne meine Laterne und meine Laterne mit mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss.